Hallo und herzlich willkommen zu einem Musikworkshop. Ich habe einen Gast, sehr charmanten Gast. Azadeh ist wieder da. Azadeh, wie geht's dem HSV? Oh, ihr habt es ja geschafft. Ist ja, ja nicht schiefgegangen. Na, ganz knapp, genau. Also, das Thema heute, Azadeh ist wieder da. Ihr erinnert euch, wir haben die HSV-Hymne zusammengespielt hier mal. Es geht um die Geige. Wir wollen ein bisschen über das erzählen, was so eine Geige alles an Klangfarben kann. Sieht ja eigentlich aus, was ist das? Das ist ein bisschen Holz. Dieses bisschen Holz ist 200 irgendwas Jahre alt, ne? Genau. Richtig edles Stück. Ja. Wie heißt der, der es gebaut hat? Josef Galliano. Josef Galliano, wunderbar. Und es ist halt eine riesenhohe Kunst darin, dieses Holz so zusammenzubauen, dass es mit diesen vier metallenen Dingern da dran wunderschöne Klänge machen kann. Das sind die Saiten, genau. Die Saiten, genau. Schreibt man in diesem Fall übrigens mit AI die Saiten. Und das kommt, der Begriff, ein Saitling. Ich weiß nicht, ob euch das begegnet ist. Manche Würste heißen so, ein Saitling. Das hat damit zu tun, dass das tatsächlich früher aus Darm gemacht wurde. Richtiger Darm. Saite ist der Darm gewesen. Jetzt spielt ihr nicht mehr auf Därmen, sondern auf Stahl. Genau. Ja. Und da kann man unglaublich spannende Sachen machen. Wir können jetzt mal den Anfang vom Sibelius spielen mit Akkordeon. Oh. Und ich mach's mal höher. Das ist der Anfang von einem wunderschönen Violinkonzert, was normalerweise mit anderen Geigen begleitet wird. Egal. Aber man hört, wie lyrisch der Klang ist von diesem Instrument. Wenn es jetzt haucht, das liegt daran, dass ich das Akkordeon zumache. So. Aber du hast persische Herkunft. Und das lässt dann zu, dass man auf der Geige auch andere Klänge macht. Da werden wir gleich noch ein bisschen damit rumspielen. Aber erstmal, was passiert? Wenn du mit den Fingern auf den Saiten entlang wanderst, was passiert dann? Veränderst du Tonhöhen? Genau, also jeder Finger hat einen eigenen Ton. Hm? Sprich, der erste Finger. Also den nennt das ersten Finger, was wir zweiten nennen. Genau. Der gemerkt, ne? Der Zeigefinger ist bei der Geige der erste. Und dafür hat man als Geiger nur vier Finger. Das ist wie bei der Harfe übrigens. Genau. Harfe spielt auch nur mit vier Fingern, aber die lassen nicht den Daumen weg, sondern den kleinen. Ja. Was passiert, wenn du ohne Bogen spielst? Geht auch. Na, kann ich Gitarre zupfen? Dann. Ja. Hm? Cool. Zum Beispiel? Genau. Oder auch links. Das ist cool. Das war jetzt ziemlich fix, was der Bogen da macht. Da gibt es überhaupt ganz verrücktes Zeug. Ne? Man kann ja mit so einem Bogen nicht nur einfach so streichen, dann hat man einen langen Ton, sondern dieses, was ihr Staccato nennt, dieses, das war sowas, ne, was du gerade gemacht hast. Das war Fingerpizzicato mit geworfenem Bogen. Mit geworfenem Bogen, ja. Ja. Mach mal einfach ein paar Stricharten, so aus Quatsch. Einfach zeigen, was da geht. Also von ganz ruhig gestrichen bis hin zu irgendwelchen Spiccato-Sachen und so. Ja, also zum Beispiel gibt es im dritten Satz Sibelius. Oder. Was passiert da? In derselben Richtung gestrichen? Und trotzdem kurze Töne. Ja. Aha, einer nach dem anderen. Ja. Das heißt, du hast Muskeln im Arm, die ganz schnell sagen Stop and Go, ne? Oder was ist das? Genau. Und immer schön entspannt, damit man auch. Immer schön entspannt. Nicht verkrampft. Ja, stimmt. Mit Krampf geht da gar nichts. Super, jetzt Klangfarben. Die Art und Weise, wo man mit dem Bogen die Saite berührt beim Streichen, führt dazu, dass man ganz unterschiedliche Sounds machen genau, kann. Genau, ne? Also der normale ist. Dann gibt es Ponticello zum Beispiel. Ponticello hieß das jetzt plötzlich. Ponticello, Ponte ist italienisch für Brücke. Und Ponticello, Cello ist die Endung bei den Italienern für Chen oder Verkleinerungsform. Das heißt, Ponticello heißt kleine Brücke, auf Deutsch gesagt. Und dieses hölzerne Teilchen, was da unter den Saiten ist. Der Steg.
weil wir Deutschen sagen dazu Steg, aber eigentlich ist das die Brücke, auf genau. der die Saiten gespannt sind, wie auf ja. einer Brücke. Sieht fast auch ein bisschen aus wie eine Brücke, ne? Ja. Und wenn man jetzt als Geiger in Noten stehen hat, man soll Sul Ponticello spielen, heißt das, man soll mit dem Bogen in die Nähe des Stegs, das macht diesen Sound. Es gibt aber auch das andere, wenn du über dem Griffbrett ein bisschen streichst, dann wird der Klang weicher, ne? Wunderbar, eine herrliche Sache. Viel Zeit pro Tag vergeht damit, ja, ne? Mit der Geige? Meistens. Meistens. Wunderbar. Wir haben jetzt gerade zusammen ein Stück gespielt, das, was wir am Anfang so angedeutet haben, von Jean Sibelius, ein Violinkonzert. Unglaublich schönes Stück. Hat so schöne Klangfarben und unglaublich kräftige Sounds auch, da, die man aus der Geige rausholen kann. Ja, das stimmt. Absolut. Was wir jetzt aber gemeinsam tun wollen, also wir versuchen das, ja. Ich habe hier mein Klavier heute umgeschnallt, schon gesehen. Das ist auch ein bisschen anders zu spielen als das Große. Auf dem Großen bin ich schon ein bisschen fitter als auf diesem. Ich traue es mich, aber ich tue es einfach. Ich spiele auf diesem Ding hier. Und zwar wollen wir ein persisches Lied zusammenspielen. Das geht im Original. Was ist das eigentlich? Ein Pop-Hit aus, oder ist das ein historisches Lied? Nee, das ist ein Pop-Hit aus weiß ich nicht, 70er Jahre vielleicht. Aha. Das ist, hör ich mal kurz rein, ne? Ja. Schon andere Klangfarbe, ne, als wir das hier tun würden. Und das Instrument, was da so reinspielt, ist eigentlich so ein Ziel. Ne? Und so weiter. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie, das kommt so ein bisschen daher, darf ich das so sagen, so wie ganz ruhig schreitende Kamele. Ja. Die so, aber bei der Hitze im Iran ist es wahrscheinlich auch besser, man rennt nicht so, oder? Wahrscheinlich. Ja. Schön. Wir versuchen jetzt mal dieses Lied zu spielen für euch. Ich sage jetzt versuchen, obwohl das ganz falsch ist. Wir versuchen das nicht, wir tun das einfach. Wir machen es einfach. Genau, wir tun das einfach. Und wir fangen an, ich habe jetzt das Register versaut hier, ich muss hier einen Anknopf. Da ist es. Ja? Okay. Ich fange an mit Pizzicato. Du fängst mit Pizzicato an und dann nimmst du die Melodie oben und machst ganz viele von diesen verschiedenen Klangfarben. Okay. Ja? Und ich spiele dann die Begleitung. Ja. Okay. Du musst die Melodie spielen, ich kenne die nämlich nicht aus dem Kopf. Nachspielen.
schön, wunderbar. Danke. Bitte. Und was ist jetzt das Schöne daran? Wie immer, persische Musik, persischer Pop-Hit. Und womit bringen wir das jetzt in der Klassik zusammen? Es klingt ja nicht auf Anhieb danach, dass man jetzt sagen würde, okay, klingt eindeutig Klassik wie Beethoven, Brahms, Schubert, irgend sowas oder Tschaikowski oder auch nicht wie Filmmusik. Aber ich habe was gefunden von Mozart, ausgerechnet Mozart, was man in einer Art spielen kann, dass es klingt, als wäre es genau nicht das Gleiche, aber sowas Ähnliches. Sagen wir mal. Ich spiele wieder die Begleitung, so wie sie war, und du spielst dann einfach die Melodie los. Kannst du den zweiten Finger suchen? Den zweiten Finger suchen. Okay. Okay, jetzt Achtung, es gibt eine total berühmte Sinfonie von Mozart, vielleicht erkennt ihr sie sogar auf Anhieb, die da drinnen steckt. Haben wir den Mozart in den Orient gejagt. Mozart, in Original. Die G-Moll-Sinfonie von Mozart. Findet ihr, wenn euch das interessiert, wie das klingt. Ich habe sie hier jetzt leider nicht dabei. Außerdem, ganz vielen Dank, dass du bei uns warst. Gerne. Und bis bald mal wieder. Ja, bis bald. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Nur der HSV.